die Wunschtechnik. Es liegt mir am Herzen, drückt dieses Piktogramm aus, wo kreieren sich die meisten Wünsche, nämlich im Herzen. Deshalb ist das Herzsymbol nicht nur für Vertrauen, sondern auch für Wünsche. Da, wo man fühlen und spinnen darf und sich auch die ein oder andere gewagte Vorstellung erlauben darf. Ich fühle mit dem Herzen, nicht mit dem Verstand. Ich entscheide mit dem Herzen, nicht mit dem Verstand. Weil wir können viele Dinge noch nicht beweisen, als dass wir dem Verstand etwas Konkretes anbieten könnten, was er verarbeiten kann, damit der Kunde sagt, ja, klingt logisch, mache ich. Sondern man fühlt zunächst, ja, ob es stimmen kann oder könnte oder nicht. Wunschtechnik. Wie die Technik heißt, geht aus ihrem Namen hervor. Wunschtechnik. Du darfst dir etwas wünschen. Du darfst dir etwas wünschen. Heißt nichts anderes, und da kommen wir zum Punkt 2, wie funktioniert diese Technik, dass wir dem Kunden zeigen, dass A, hinter seinem Einwand ein Wunsch steckt, und zwar hinter jedem Einwand. Wer ihn sehen möchte, erkennt ihn. Und zweitens, dass er sich überhaupt mal etwas wünschen darf. Wie viele Erwachsene kennst du, die sagen, hier ist kein Wunschkonzert, das Leben ist kein Ponyhof? Oder die meisten Wünsche bleiben Träume und können nicht erfüllt werden. Oder wir sind doch nicht bei Wünsch dir was. Oder das ist alles Wunschdenken. Klammer auf, das wird sowieso nichts. Oder lass dich nicht dabei erwischen. Während du dir zu viele Dinge auf einmal wünschst, du könntest Gefahr laufen, nicht akzeptiert zu werden. Als Spinner abgestempelt dazustehen. Als Kleinkind, was möglicherweise keinen klaren Blick auf die Realität, wie die Welt wirklich tickt hat. Und deshalb solche merkwürdigen Wünsche kreiert. Und ehrlich gesagt, für die meisten von euch trifft ja Folgendes zu. Die Mehrheit der Wünsche und Sehnsüchte blieb doch bislang unerfüllt. Für wen trifft das zu? Nur ein Arm. Die meisten. Na gut. 40%. Oh, sind die alle glücklich hier? Okay, dann gehe ich noch einen Schritt weiter. Vielleicht trifft es nicht auf die ehemaligen Wünsche zu, sondern auf die Dinge, die noch vor euch liegen. Erstens, habt ihr viele Wünsche schon lange nicht mehr ausgesprochen, weil sie der Logik und der Erfahrung entgegenstehen. Denn die Realität zeigt meistens andere Bilder. Und zweitens, überlegt ihr euch ja schon lange, ob die Wünsche, die ihr einst formuliertet, heute immer noch so formuliert werden dürfen. Weil man ja Erfahrung gesammelt hat, dass das Wünschen allein noch nichts bedeutet. Und dass man sich durch zu blumige Wünsche auch die Enttäuschung vorprogrammiert. Deshalb bleiben Menschen oftmals auch eher in einer Position verharren, die da sagt, ach, wissen Sie was, das klingt alles viel zu schön, um wahr zu sein. Und wie oft erlebt ihr solche Situationen, das klingt alles viel zu gut, um wahr zu sein? Einmal die Woche oder einmal im Monat. Und gerade wenn es um die wichtigen Dinge geht, da noch viel öfter, sodass ihr vielleicht sogar schon begonnen habt, viele Wünsche gar nicht mehr zu formulieren. Jetzt stößt du auf einen fremden Menschen, der folgenden Einwand kreiert oder folgende Aussage formuliert. Ich glaube nicht, dass das bei mir funktioniert. Ich glaube nicht, dass es etwas gibt, was besser ist als das, was ich schon habe. Ich glaube nicht, dass sie ehrlich sind. Ich glaube nicht, dass das so günstig zu finanzieren ist. Ich glaube nicht, dass das lange hält. Ich glaube nicht, dass Sie nicht nur ans Geld denken, wenn Sie verkaufen. Ja, das sind alles wieder Weltanschauungen, die genau auf die gleiche Weise wirken wie sonstige Glaubenssätze. Er glaubt, dass A oder B nicht funktionieren oder C nicht lange halten wird. Jetzt kannst du es mit Argumenten versuchen oder mit klugen Fragen. Ein Beispiel zu Frage 3. Wie lautet die Syntax?
ich habe keine Zeit, dann wünschen sie sich also mehr Zeit. Das ist die logische Folge eines Menschen, der sagt, er habe von irgendetwas zu wenig. Denn ich wiederhole nochmal, was ist der Menschen wohl vermutlich wichtigster Lebensinhalt? Dass sie etwas reicher werden, etwas bequemer, etwas geliebter, etwas glücklicher, etwas schlanker, etwas schneller, etwas klüger, oder? Das fast das ganze Leben dreht sich um diese und andere Fragen. Wie kann ich meinen Standard halten und im überwiegenden Maße verbessern, egal auf welcher Ebene? Es wird überall gewünscht, nur wir können diese vielen Wünsche schon gar nicht mehr hören, weil sie untergehen in der Diktatur der Aufgaben, die wir willfährig Tag um Tag zu erledigen haben und der Dinge, die wir zu glauben und widerspruchsfrei zu akzeptieren haben, sodass kaum noch Raum für Fantasie entsteht. Und wir triggern hier die Fantasie. Wie funktioniert diese Technik? Wir sprechen den Wunsch aus, den der Kunde noch nicht mal mehr selber hört, geschweige denn bereit ist anzuerkennen oder zu formulieren oder ihn zu verwirklichen, darauf zu insistieren, dass dieser Wunsch Wirklichkeit wird, beziehungsweise die entsprechenden erforderlichen Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen einzuleiten. Dann wünschen Sie sich also, dass ich Ihnen mehr Zeit verschaffe. Wie soll das denn gehen? Kommt dann meistens wie aus der Automatikpistole. Ach, hören Sie mir auf mit Ihren leeren Versprechungen. Und da sind wir wieder an dem Punkt. Dort gibt es bedauerlicherweise sehr viele Menschen, die ihre Sehnsüchte so weit nach hinten verpackt haben, dass es ganz schwer ist, sie noch einmal für eine Minute lang Kind und naiv sein zu lassen. Nämlich für diese eine Ausnahme dahin zu schauen, um selber festzustellen, wow, es gibt eine Krankenversicherung, die hat bessere Bedingungen, während sie weniger Beiträge in Rechnung stellt. Dieser Mensch wäre niemals von selbst auf die Idee gekommen, diesem irrsinnigen Glauben anzuhaften und selber eine Versicherung zu suchen, bei der es ihm genauso oder besser geht bei kleineren Beiträgen, weil er das gar nicht in seiner Welt für möglich hält. Das ist Blödsinn. Auf welcher Grundlage entscheidet er oder trifft er diese Entscheidung? Er hat sich vielleicht 2, 3, 4 Versicherungen angeschaut, von 83. Er hat 3, 4 Beiträge im Fernsehen gesehen, die hat er generalisiert, schwupp, Weltbild manifestiert und verteidigt bis zum letzten Bluttropfen. Natürlich auch aus dem Grund, weil keiner möchte enttäuscht werden. Es ist ja so, dass wir oftmals auch in der Lage waren in der Vergangenheit, uns andere Möglichkeiten anzuschauen. Wie oft haben wir festgestellt, verdammt, Mensch, schön wäre es gewesen, wieder nichts. Und das haben wir auch abgespeichert. Und diese 3, 4 Negativerfahrungen aus Eigeninitiative, mal etwas Neues kennenlernen zu wollen, diese Negativerfahrungen haben wir auch wieder generalisiert. Und die fügen sich zusammen zu einem großen Bild. Es ist nicht so einfach, wie es sich ausspricht. Und jetzt kommt irgend so ein Fuzzi, ein Verkäufer, der mir sagen will, Moment mal, Sie haben sich aber geirrt. Ja, dem werde ich Sporen geben. So leicht bin ich nicht, um die hohle Fichte zu führen. Schließlich habe ich Verantwortung und kann nicht ständig neue Risiken eingehen. Und bei Gott, die meisten haben auch nicht das Potenzial, sich Risiken leisten zu dürfen. Da wirkt sich jeder Fehler dramatisch aus. Bei dem einen oder anderen ist es anders. Der hat genügend Geld, der darf sich Experimente leisten oder hat vielleicht ein Umfeld, was weniger vorwurfsvoll erzogen wurde, also offen ist für Neues, ja, und weniger behaftet mit negativen Vorannahmen. Der ist natürlich eher bereit, mal was Neues auszuprobieren. Der muss sich vor weniger fürchten, weder finanziell noch moralisch. Ja. Wunschtechnik. Sie heißt Wunschtechnik, weil sie sich an die Wünsche der Einwandabsender wendet. Wie funktioniert sie? Wir lesen den Wunsch aus dem Einwand, indem wir genau das Gegenteil in unsere Gegenfrage einbetten. Ich habe keine Zeit. Das Gegenteil ist mehr Zeit. Sie wünschen sich also mehr Zeit. Und das in eine Frage formulieren, indem wir die Wünsche in dem Einwand so für den Kunden deutlich sichtbar machen. Wie lautet die Syntax? Dann ist es Ihnen also wichtig, dann wünschen Sie sich also, dann liegt es Ihnen also am Herzen, dass
das Gegenteil von dem eintritt, was Gegenstand Ihres eben noch geäußerten Einwandes gewesen ist. Nicht wahr? Beispiel durch Trainer. Ein Einwand bitte. Wer hat das Mikrofon? Gleich Mikrofon schnappen, den Schalter nach oben. Vor mir. Das ist das andere Handheld. Gut. Carsten, fängst du an? Nimm einen Einwand aus deiner Liste der gefürchtetsten Einwände oder der gehasstesten oder der häufigsten Einwände. Und ich mache dir das an einem Beispiel. Danach gibt es ein Beispiel, wie wir die Einwand-Vorwand-Technik mit der Wunschtechnik kombinieren. Carsten, bitteschön. Das ist eins, zwei, ja. Wunderbar. Das ist mir zu kompliziert. Was ist das Gegenteil von kompliziert, Carsten? Dann wünschen Sie sich ein, also, dass es einfach geht. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass Sie auf einfache Weise das Gerät bedienen können. Dann liegt es Ihnen also am Herzen, dass wir es einfach machen. Nicht wahr? Jawohl. Ja, das ist der Wunsch. Wir denken also in völlig anderer Richtung als der Kunde. Die meisten Verkäufer sagen, Moment, und fangen dann an zu relativieren, sich zu rechtfertigen, zu argumentieren. Vorteil dieser Technik ist, dass du hier gar keine Argumente brauchst. Du musst gar nicht erklären, warum das einfach geht und dass es einfach geht. Das ergibt sich aus der Rückmeldung. Ja, sehen Sie? Es wird gar nicht mehr in Frage gestellt. Das ist abgemacht. Das ergibt sich aus der logischen Schlussfolgerung der Fragestellung. Nächster Einwand, Carsten. Das funktioniert bei uns nicht. Das Gegenteil von nicht funktionieren ist? Es funktioniert. Das ist funktioniert. Dann liegt es Ihnen also am Herzen, dass es bei Ihnen schnell, einfach und nachhaltig funktioniert. Und dass wir das zum schnellen, nachhaltigen und einfachen Funktionieren bringen. Ja. Gut. Nächster Einwand, noch ein Beispiel. Das ist mir zu teuer. Das Gegenteil von teuer? Günstig. Oder? Billig, preiswert. Preiswert oder gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. Das ist Ihnen zu teuer. Mhm. Dann ist es von großer Bedeutung für Sie, dass sich jeder Cent 1000-mal auszahlt. Ja. Ja, kann man nämlich noch was hineininterpretieren. Man kann praktisch die Antwort vorgeben, indem man den Wunsch einfach, wie man möchte, anreichert. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass Sie am Ende sagen, ich würde alles dafür zahlen. Hauptsache, es bringt mir das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Glattere Haut. Ja. Ja, so auch das ist möglich. Weil ja viele schon viele unangenehme Erfahrungen, dass es nicht funktioniert, gesammelt haben. Was würde hier der ein oder andere ausgeben, um 10 Jahre jünger auszusehen? Gut, die Frage können wir überspringen. Ja, ich habe erst überlegt, sagst du jetzt dünner, klüger? Alter, nein, es passt nicht so richtig. So, Publikumsbeispiel. Fragen bis hierhin. Einfach, oder? Hat jeder verstanden? Bitteschön. Mikrofon? Bitte. Mikrofondisziplin, jawohl. Wenn ihr das Gefühl habt, hier kommt eine Frage. Ja, die kündigt sich ja immer schon ein paar Sekunden vorher an. Mikrofon? Ja, und dann? Was sage ich denn, wenn jetzt der Kunde sagt, dafür habe ich kein Budget? Dann ist es Ihnen also wichtig, dass es gute Gründe gibt, das Budget ausnahmsweise zu öffnen. Oder zu erhöhen. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass Sie danach mit Sicherheit feststellen, das passt voll ins Budget, nicht wahr? Ja. Gut, ja, gut. Wunderbar. Bitteschön. Ja, Herr Bayreuther, ganz ehrlich, aber man kann sich doch auch überversichern, oder? Dann ist es Ihnen also wichtig, dass wir andere Versicherungen, die doppelt und dreifach vorliegen und die Sie nicht mehr brauchen oder die zu teuer eingekauft wurden, so weit reduzieren, dass Sie meine Versicherung locker bezahlen und am Ende noch was übrig bleibt, nicht wahr? Wenn das so geht, ja. Möchten Sie denn, dass das so geht? Ja. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass ich das nicht nur behaupte, sondern dass das bei Ihnen auch wirklich funktioniert, oder? So müsste es sein. Wunderbar. Na, ist das Leben nicht schön? Ganz toll. Ja, also spürt ihr, die Technik ist sehr mächtig, sie ist äußerst wirkungsvoll und sie ist darüber hinaus noch extrem flexibel.